Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Tavern Master. So, ich habe mal ein bisschen weiterlaufen lassen und wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, ich habe mal ein bisschen die Tische geändert. Wir haben die jetzt quergestellt, nicht mehr längs, weil dann kriegen wir mehr Tische hier rein. Und leider funktioniert das nicht so toll. Ich will ja immer einen Platz dazwischen haben. Das heißt, wir würden auch nicht einen zusätzlichen Tisch reinkriegen, wenn wir so ein bisschen näher zusammenschieben. Müsste ich mal gucken, wenn wir sie ganz zusammenschieben. Ja, dann würde ich noch einen Tisch reinkriegen. Aber dann haben wir ja keinen Platz mehr dazwischen. Das ist ein bisschen blöd. Ich hätte gern Platz dazwischen. Ich finde, das sieht ein bisschen ordentlicher aus. Ein bisschen aufgeräumter. Man kann das natürlich der Effektivität wegen trotzdem zusammenschieben. Aber so finde ich es besser. Aber ein bisschen mehr Platz dazwischen. Wir haben ein paar Sitzplätze mehr jetzt, wo die quer sind. Allerdings nicht allzu viele. Müsste ich mal hier auf Statistik gucken. 118 Sitzplätze haben wir. Ich habe hier auch schon einen Elite-Koch freigeschaltet, aber noch nicht gesetzt, weil unsere Küche ist ja voll besetzt und die Küche sind auch gar nicht schlecht. Der hier kriegt ja noch immer einen Bonus auf Suppen. Der macht auch als zweite Priorität Nachspeisen, weil da habe ich auch schon ein bisschen aufgelevelt. Zwei Level kriegt er noch, das heißt, die letzten zwei Punkte können wir da auch reinstecken. Der hier kriegt einen Bonus auf Dessert und Hauptgericht, das heißt, der macht auch beides als auf höchster Priorität. Ist jetzt auch Level 10 und hat in beiden 8 Punkte, so wie es sein soll. Und der kriegt einen Bonus für Hauptgerichte, dementsprechend mal hauptsächlich Hauptgerichte und als zweites Suppen. Da hat er nämlich auch ein bisschen Punkte drin. Es ist zumindest besser als nichts, sagen wir es mal so. Ich habe die Preise noch mal ein bisschen angehoben. Ich gehe jetzt mal immer von Met aus, sind jetzt schon bei Kosten von 11 bei Met, bei 454 Gästen. Wenn ich den Preis noch höher mache, 254, das würde vielleicht sogar noch gehen. Noch höher geht nicht. 254 hört sich eigentlich ganz gut an. Dann wären wir beim Metpreis von 12. Dann machen wir das doch. Und ja, Forschung sind wir jetzt gerade beim Hotel bei. Da fehlen uns natürlich die Forschungspunkte. Wir werden in dieser Folge werden wir noch anfangen, oben die nächste Etage auszubauen, wo dann die Forscher hinkommen und auch die Hotels. Ich habe jetzt aber erstmal, Moment, falscher Reiter. Ich habe jetzt erstmal eine Schlachtsiegfeier geplant, damit wir das auch mal sehen. Dann machen wir mal nächsten Tag. Und da kommen sie auch schon alle. Das wollen wir uns natürlich von nahem angucken. So, einmal H. Einmal C und dann H. Obwohl, wäre auch egal gewesen. Wie rum ist ja egal. Hallo, Kellnerin. Ja, die Baden hätten wir jetzt wahrscheinlich nicht gebraucht für die Schlachtsiegfeier. Da kommen ja nur 80 Leute, meine ich. Gehst hier aber sehr selbstbewusst durch. Ich habe die Kellnerinnen auch noch mal ein bisschen spezialisiert. Können wir uns dann auch mal angucken gleich. Ja, mit 80 Leuten ist natürlich nicht alles besetzt. So, ich bin noch nie die Treppe hier hochgegangen in der Ego-Perspektive. Oh, kann ich auch gar nicht. Warum nicht? Belegung, Erscheinung verändern, verlassen. Muss man mit E machen, alles klar. Alle Gäste wurden bedient, 2000 Bonus bekommen. Ja, hier oben ist natürlich sehr kahl. Auch hier kann man schon runter gucken. Auch auf unser Schild, Asantopia, so wie es sein soll. Warum lauft ihr alle dran vorbei? Kommt doch alle rein. Den Bonus habe ich zwar schon bekommen, aber ihr könnt ja trotzdem noch was essen und trinken. Ach, wenn man die Treppe geht, blendet er das Layout wieder ein. So, und hier soll das Klo rein. Weiß nicht, ob das von der Größe her reicht. Damals gab es ja noch kein WC. Dementsprechend habe ich da keine Erfahrung. War es doch relativ voll, auch wenn es nur 80 Leute sind. Aber ein bisschen Platz ist noch. So, wir gehen mal wieder in die normale Ansicht. Und lassen mal ein bisschen schneller laufen. Und jetzt lassen wir mal überlegen. Pilze konnten wir nicht mehr lagern. Fleisch konnten wir noch lagern. Erbsen werden geholt. Da können wir aber auch gleich noch welche nachholen, würde ich sagen.
Ich habe mir jetzt irgendwie angewöhnt, von den größten auszugehen und dann eventuell immer auszutauschen. Weiß ich. So. Und dann können wir eigentlich auch noch mal Fleisch holen, oder? Echt super. Sehr schön. So, das müsste gleich vorbei sein hier. Ich habe irgendwie das mulmige Gefühl, dass wir hier das Fasslager nicht reinkriegen. Das heißt, wir werden eventuell hier noch mal umbauen müssen. So. Annabelle. Level up. Servieren für Getränke und hat auch Prio nur auf Getränke. Jo. Ja, das habe ich jetzt bei allen gemacht. Wir gucken uns das mal in dieser Übersicht an. Ihr macht nur Getränke, nichts anderes. Die hier macht Reinigen und Hotel. Die hier macht alles. Die Elite-Kellnerin, die kann auch alles und kann so auch alles machen. Sie macht auch nur Getränke, nur Getränke. Hier ist nur Essen und To-Go. Hier nur Reinigen und Hotel. Nur Getränke, nur Getränke. Essen und To-Go, Reinigen und Hotel. So habe ich die jetzt ein bisschen aufgeteilt. Weil die entsprechend dann auch mehr Geld bekommen. Die bekommt zum Beispiel 5 Trinkgeld für jedes servierte Essen. Deswegen macht sie auch nur Essen und To-Go. Nehme mal an, ich habe es jetzt nicht genau beobachtet, aber ich nehme mal an, dass das Trinkgeld dann auch für To-Go gilt. So, 4514 plus. Sehr schön. Dann lass uns mal einkaufen. So. So. Und dann fangen wir auch gleich an. Und bauen oben aus. Oh, hier muss ich gar nicht nachkaufen, okay. Etage hoch. Wie viel Zeit haben wir denn? 10 Minuten, aber das reicht. Das reicht. So, dann ziehen wir erstmal Außenwände. Blub, blub, blub. Schöner quadratischer Kasten. Ganz Platz ausnutzen, den wir haben. Und dann kommt hier eine Wand hin. Und hier kommt eine hin. Ich glaube, die Zimmergröße reichte, ne? Ich glaube, so ein 2x2-Ding reichte. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ja. So, dann machen wir hier Fenster hin. So. Können wir eigentlich hier... Ah, hier können wir 2 hin machen. Machen wir hier auch 2 hin. So, Türen. Haben wir mal gegenüber vom Fenster gemacht oder nicht? Weiß ich alles gar nicht mehr. Lass uns mal erstmal die Zwischenwände ziehen. Ein bisschen Geld haben wir ja noch. So, 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 so. Ich hoffe, so ein 4x4-Ding reicht wirklich, sonst müssen wir nachher wieder umbauen. Wäre ärgerlich. Aber machen wir die Tür mal dahin. So. Eigentlich wäre hier so ein Geländer cool, oder? Gibt's sowas? Spezial? Goldtresen? Nee, gibt's anscheinend nicht. Schade. Dann lass uns doch mal gucken. Spezial müsste das sein, der Forscher, ne? Wendeltreppe, Bilder. Ist das hier Forscher? Forschungstisch, genau. Jo. Boah, ist knapp, aber geht. So, hier lassen wir, glaube ich, erstmal frei. Da weiß ich noch nicht genau, wo die Treppe hinkommt. Quatsch. Drehen. X und Z war es, genau. Steht ja sogar da für ganz Dumme. So, sind jetzt nicht wer weiß wie viele. Ich weiß nicht genau, ob die Bücherregal brauchen. Oder ob das nur Deko ist. Ich glaube, das war nur Deko. Das ist auch ganz schön eng hier. Können wir die noch ein bisschen versetzen? Dass die hier näher an der Tür sind, dann können wir daneben nämlich noch ein Bücherregal packen. Dann wird die Wertung ja noch mal ein bisschen angehoben. So, nach links. Alle mal ein bisschen nach links versetzen. So, Bücherregal. Das kriegen wir dann nämlich noch daneben. Das ist zwar auch alles Geld, aber wie gesagt, das bringt uns auch 220 Ansehen.
Muss ich gerade gucken, wie das heißt, die Währung in Anführungszeichen. Oh, schön! Standbild. Ich bin mal gleich wieder da. So, da ist er wieder. Auch wieder mit funktionierender Kamera. Bin nicht mehr im Spiel drin. Jetzt hat das. Und ich glaube, wir müssen Forscher auch einstellen, ne? Anheuern. Forscher, genau. Gewinnt mehr Erfahrung, mehr Kunden. Stimmung langsamer, Erfahrung. Gibt es noch was Besseres? Mehr Kunden brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Nee. Aber das Beste ist tatsächlich mehr Kunden, so wie es aussieht. Dann machen wir das halt. Forscher. Achso, ich musste nur neu rollen, ne? Mehr Kunden. Forscher. Mehr Kunden. Forscher rollen. Mehr Kunden. Forscher, mehr Kunden. Haben wir jetzt genug? 1, 2, 3 Stück noch? Nee. 2 Stück noch. Anheuern, Forscher. Rollen. Blub, blub, mehr Kunden. Und Forscher. Rollen. Mehr Kunden. So, da müssen wir jetzt aber alle haben. Nur Frauen? Nee. Frau, 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 Frau. Da ist ein Kerl. Und da auch. Die sehen ziemlich identisch aus. Aber das ist ja irgendwie Standard in diesem Spiel. Die sehen irgendwie immer alle gleich aus. Aber meistens nur andere Farben. Lichter haben wir hier noch gar nicht, ne? Das sollten wir vielleicht noch machen. Ein bisschen Geld haben wir ja noch. Lichter. Blub, blub, blub. Machen wir Kronleuchter wieder, ne? In jedem Zimmerchen eins. Ist das auch definitiv hell genug? Achso, ich habe unten auch alle Tische jetzt diese prestigeträchtigsten gekauft. Nennt man das so? Wertvollsten halt. Die uns am meisten Ansehen bringen. Dahin. Ja, machen wir den dahin. Eigentlich würde ich jetzt gerne noch eine Wandfackel machen. Ja, so. So und so. Das soll reichen. Ist ja wohl hell genug. Könnte natürlich auch einfach über jedem Forschungstisch eine machen, ne? Bringt uns ja auch wieder Punkte. 250, aber egal. Machen wir das doch. Brauchen wir nicht unbedingt, aber... kann ja auch nicht schaden. Dann sehen die Forscher auch, was sie da schreiben. Oder lesen. Ich bin mir gar nicht sicher. Schreiben oder lesen die? So, mal kurz gucken hier. Forscher wäre... Lesegeschwindigkeit. Also die lesen nur, die schreiben nicht. So. Es befindet sich kein Feuerlöscher. Ja, den brauchen wir natürlich auch. Das habe ich jetzt vergessen. Müsste dann auch unter Spezial sein, ne? Nehmen wir auch so einen Doppelten wieder. Können wir auch hier direkt an der Treppe dran machen, denke ich. Können wir? Wollen wir? Machen wir? Machen wir hier mittig. Am besten auf der anderen Seite auch. Obwohl, nee, auf der anderen Seite, ich weiß noch nicht, wie die andere Treppe hinkommt. Lassen wir erstmal so. Würde ich sagen. So, wir könnten hier noch Wanddeko aufhängen und so, aber das lassen wir jetzt erstmal sein. So. Mehr Deko haben wir. Noch mehr Deko haben wir. Oh, neues Rezept haben wir. Das heißt, wir könnten auch schon wieder die nächste Veranstaltung machen, ne? Ach nee, wir haben noch gar nicht genug Sitzplätze dafür. Gut, dann war es das für diese Folge. Wir haben schon mal die zweite Etage ausgebaut. So ziemlich. Sobald hier... Quatsch. Sobald hier... Meine Güte, wo ist denn das? Forschung, genau. Sobald das Hotel erforscht ist, richten wir dann auch die Hotelzimmer hier ein. Und ich hoffe, das passt vom Platz her. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie wir das gemacht haben. Aber ich glaube, 2x2 müsste reichen. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut, tschüss.